So, und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play mit Liu Hong, Total War 3 Kingdoms. Wir greifen Feng Qing Fang an, so heißt die Fraktion. Genau, das ist ein Name, den kann sich keiner merken. Wir haben die Option, Nachtkampf auszutragen, aber ich möchte ja alle Truppen, auch die Garnison, aus ihrem Versteck herauslocken. Und von daher werden wir eine offene Feldschlacht spielen. Wir haben relativ viel Artillerie. Wir haben sehr schwer gepanzerte Truppen. Es wird nicht einfach werden, aber ich denke trotzdem, wir haben eine Chance. Also, rein ins Gefecht. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt den Charakteren, den zwei Kämpfern, die wir hier haben, entsprechende Ausrüstung zugewiesen habe. Guck mal. Doch, Sun Fei hat den Schlangenspeer und Tao Ying hat ein Kampfspiel. Das ist eine ganz passable Ausrüstung, ja. Ich glaube, der Schlangenspeer ist sogar mit einer der besten Waffen überhaupt im Spiel. So, wir stellen uns hier erstmal auf. Genau, und die Beschützer der Erde packe ich relativ nach vorne, damit die den Wald anzünden, denn der Feind muss durch diesen Wald durch. So, wir haben drei Tribuchets. Damit also die Möglichkeit, sehr viel Fernkampfschaden anzurichten. So, Infanterie der Qin. Ja, ist nichts anderes als mittelschwere Sperrinfanterie. Sieht ein bisschen anders aus, aber im Grunde ist es gleich wie mittelschwere Sperrinfanterie. So, dann haben wir die Azurdrachen. Und relativ viel Elite-Kämpfer hier. So, ein bisschen Kavallerie haben wir auch. Die behalte ich erstmal auf einer Flanke. In Deckung. So. Genau, und die Beschützer der Erde sollen relativ weit vorne stehen. Und los geht's. So, wir warten erstmal. Verstärkung ist auf dem Feld. Ja, sie kann mal nach vorne reiten. Ich brauche sowieso eine Truppe, die dann hier den Wald aufdeckt. So, die Beschützer der Erde kann ich ja mal zeigen, wie die aussehen. Das sind, die rekrutiere ich nicht so oft, weil ich von dieser Truppe nicht so überzeugt bin. Schwer gepanzerte Bogenschützen, aber eben auch nur, ich meine, es sind genau 20 Stück oder so, oder 40. 40 oder 20? 40, ja, aber machen nicht so viel Schaden, machen zwar Explosionsschaden, reduzieren vor allem die Moral. Ja, aber das war's dann auch schon. Aber hier reicht es eben aus, um diesen Wald anzuzünden. Das kann in dieser Schlacht sehr viel Schaden anrichten, weil dieser Waldschaden ja Flächenschaden anrichtet und nach die Lebenspunkte der feindlichen Einheiten verringert. So. Wobei, so eine gute Rüstung haben die gar nicht. Die sieht stärker aus, als sie ist. Ne? Also, die sehen schwer gepanzert aus, ist aber in Wirklichkeit nur eine Lederrüstung. So, da kommt die feindliche Armada. Da ist schon einiges, was da auf uns wartet. Kommt ein feindlicher Held hinter uns. Oh, oh, nein, 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 ich muss aufstellen. Das ist Munitionsverschwendung. Wir haben nicht so viel, wir haben nur 14 Salven. Erbärmlich! So, der Held kommt. Feuer. Und die beiden Helden habe ich jetzt auch nach vorne. So, wir schießen. Perfekt. Hier hebe ich mir auch die Munition auf. Und dann haben wir unsere Helden nach vorne. So, die Helden machen das. Ist das alles? 21.000 Leben. Redet, wie ihr wollt. Ihr werdet dennoch sterben. Im Laufschritt. Schnell ausrücken. Bewegung. Lauf. Ja, der hat's. Bewegung. So, jetzt haben wir ihn in den Kampf verwickelt. Der Wald brennt schon mal ein Stück weit. Bereit machen. Wie viele habt ihr getötet? Nicht genug. Sehr lustig. Die Augen aufs Gefecht.
antreten! Aufpassen! Hier sieht man diese Explosionsgeschosse. Ich weiß nicht, was damit drin ist, ob die irgendwie mit Pech schießen. Wappnet euch! So, als Beifälle auf meinen Helden, auf meinen Strategen abgesehen. Bereits! Aber wir haben ihm schon Lebenspunkte abgezogen. Haltet euch bereit! So, von der rechten Flanke kommt die Kavallerie. Wir müssen uns da jetzt mal aufstellen. So, stellen wir uns da entsprechend auf. Haltet euch bereit! Achtung, Krieger! Und wir können jetzt auch mit den Tributes anfangen. Zu schießen, ja. Die haben freies Feuer. So, und den Helden haben wir auch gleich erledigt. 5000 Leben hat er noch. Den holen wir uns noch. So, raus da, der Wald brennt ja schließlich. Sehr schön. Und hier haben wir ja auch unsere schönen Beschützer der Erde. Feuer. Oh ja, das macht gut Schaden. So, haben wir dann mal die Elite-Truppen nach vorne. Nehmen hier den Angsturm-Bonus mit. So, dann wird es auch Zeit, die Schockkavallerie rauszuholen, weil ohne die Schockkavallerie haben wir keine Chance. Unsere Männer wurden entdeckt. Ja, wichtig, dass wir den Wald anzünden. Beeilt euch! Bewegung! Im Laufschritt! Haltet euch bereit! Sehr gut. Dadurch, dass wir wirklich viel, viel stärkere Truppen haben als der Feind, richten wir auch um einiges mehr Schaden an. Bereit machen! So, sie kann die Nahkampfabwehr reduzieren und soll sie das auch machen. So, wir versuchen, die fliehenden Truppen hier zu jagen. Hier wird jetzt die Nahkampfabwehr reduziert. Antreten! Los, los, los! Feuert! Feuer frei! Schießt! Die feindlichen Krieger rennen! Oh Mist, mein Held flieht. 14.000 Leben hat er noch, das ist nicht gut. Haltet euch bereit! Hier geht's meinen Rücken jetzt. Angreifen! Ja, und ich hole jetzt auch die Truppen zurück. Wir müssen irgendwie in den Rücken des Feindes gelangen. So, meine Kavallerie ist ja schon dabei, den Feind hier zu überrennen. Sehr gut, die fliehen. Wir müssen hier die Hauptkampflinie erstmal auflösen. Deswegen haben wir erstmal die Kavallerie in den Rücken. Es ist soweit! Achtung! Ja, ja, genau. Dass wir hier erstmal das Ganze zum Wanken bringen, ist schon mal sehr viel wert. So, dann können wir hier mal ein Flankierungsmanöver beginnen. Haben wir den Feind irgendwie drücken. Machen hier zu mit den Speeren. So, die Tribuchets konzentrieren sich vorwiegend auf die rechte Flanke. Dann kann ich nämlich auf der linken Flanke mit der Kavallerie auch durchreiten. So, genau. Jetzt haben wir nämlich das geschafft, was ich schaffen wollte. Die Hauptlinie wankt. So, hier jagen wir die ganzen Feinde ins Feuer. Sehr gut. Der Wald wird weiter hier ein bisschen angezündet. Das ist sehr gut. Das richtet nämlich alles Moralschaden an. So, die Kavallerie hole ich jetzt wieder raus aus dem ganzen Getümmel. Die kann man hier nämlich schlecht kontrollieren. Genau. Dann soll Sangfang mal hier bitte die fliegenden Truppen noch verfolgen. Die feindlichen Krieger rennen! Das sieht doch erstmal alles ziemlich gut aus. Tötet sie! Wappnet euch! Haltet euch bereit! Aufpassen! Zeigt keine Gnade! Antreten! Und die Tribuchets schießen weiter in den Wald. Das hat auch bisher ganz gut funktioniert. Hier habe ich das Manöver leider vergessen. Los, Angriff. Bereit machen! Schneller! Haltet euch bereit! Es ist soweit! Ich kriege selber ein bisschen Brandschaden ab, aber die verfolgen wir mal entsprechend. Wappnet euch!
So, die Infanterie der Djinn machen auch ihre Kills. Achtung, Liga! Bereit machen! Lasst euren Zorn aus! So, Nahkampfabwehr erstmal wieder reduziert. Ich weiß nicht, wie viele Stärken da jetzt noch kommt. Sehr gut. Dann werden wir jetzt mal von hinten das Feld aufräumen. Könnt ihr im senkrechten Schuss auf die Samajan-Infanterie schießen, ohne die eigenen Truppen zu treffen? Ja, das klappt ganz gut. Sie können nicht feiern. Ja, ein bisschen Eigenschuss ist damit auch, ist da auch mit drin. Bereit machen! Achtung! Kämpft! So, okay, hier geht es jetzt auf die Bogenschützen. Lustkraft da. Vernichtet sie! Ach, der ist zu Fuß mittlerweile, das ist blöd. Dann kommen wir, soll der mal wieder zum Hauptkampf zurückkommen. Im Laufschritt! Schnell ausrücken! Schnell ausrücken! Trefft euer Ziel! Lauf! Sehr gut, die haben jetzt antreten. Auch alle Feinde zurückgeschlagen. Wappnet euch! Lasst euren Zorn aus! Sehr schön, sehr schön. Wappnet euch! Im Eiltempo! Das sieht doch gut aus. Bereit machen! Schneller! Lauft, lauft! Hüter des Himmels! Dann hier bitte wieder Formation. Formation einnehmen. Die Männer brauchen Munition! Waffnet euch! Achtung! Pferde, bereit machen! Oh, da kommen noch mehr Feinde. Okay, dann haben wir uns erstmal die Bogenschützen, die noch hier im Wald auf uns lauern aktuell. Oder wie machen wir es? Ja, wir jagen erstmal die Bogenschützen zum Teufel. So, Jimmy-Leads. Okay, die rennen sowieso gerade ins Feuer. Die rennen geradezu ins Feuer rein. So, schnappen wir uns mit Jimmy-Leads. Ja. So. Okay, und dann ziehen wir die mal wieder auf die linke Flanke. Der ganze Wald brennt. Da muss jetzt nicht meine Kavallerie dran glauben. So. Ja, und die verbrennen hier nach und nach. 69 Mann. 62. Wir sollen uns gerade nochmal eine Kavallerie anrufen. Und der feindliche General, aber gut, der ist jetzt sowieso tot. Das war sein Todesopfer. Den Männern fehlt Munition! Sie können nicht feiern! Beeilt euch! Bewegung! So, leider kann ich viele Truppen gar nicht verfolgen. Bereit machen! Speere! Wappnet euch! Ist der noch zu fährt? Ja, gut. Dann schneller! Hol den mal ein. So, das müssten die letzten Truppen sein, die noch hat. Bogenschützen, Bogenschützen, viermal Bogenschützen, einmal Miliz. So, die Katapultbesatzung hat auch alles verschossen. Hier ein bisschen ordentlicher auf. Beschützer der Erde mit 150 Kills, das ist sogar ganz gut, aber die kosten trotzdem zu viel. Da sind andere Truppen weitaus effektiver. Zum Beispiel hier die kaiserlichen Torwachen. So. Schnell ausrücken! Antreten! Es ist soweit! 80, 86. Ein Mann verloren. Durch dieselbe. Antreten! Antreten! Bewegung! Aufpassen!
Kann es gar nicht so schwer sein, den jetzt endlich mal zu töten. 4000 Leben hat er noch. Das wird ihn reich. Bogenschützen des Ostens! Na los, komm, dich haben wir gleich. Der feindliche General bei uns. Da kam er angerannt und. Was? Genug gekämpft? Sehr schön. Antreten! So, ich würde sagen, die Kavallerie brauchen wir wieder. So, der ist außer Kontrolle, oder was haben wir hier? Eine Eigenschaft. Gefallener Verwandter. Berserker-Modus, achso. So, und Massenpanik, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, die Massenpanik. Sehr schön, das habe ich mir gedacht, dass wir das hier gewinnen können. Man braucht auch einfach mal ein bisschen Vertrauen, manchmal. Sehr gut. Da wird nicht viel entkommen. So, die Kavallerie alle so 200 bis 300 Kills. Aber wir müssen natürlich jetzt die Stadt auch direkt besetzen, das ist klar. Das ist unser Winterlager. Ah, bleiben immer noch 1000 Mann übrig in etwa. Aber das sind schöne Statistiken, die wir hier haben. Kavallerie 300 Kills. Die Katapulte haben eigentlich enttäuscht mit ihren 80, 70 Kills. So, wir haben 14 kaiserliche Gunst verloren. Gut, wir sind der Kaiser. So, wer haben wir denn hier? Den können wir übernehmen. 40 Jahre Level 1, nee. Den lassen wir frei. 7% Nachschub, den nehme ich jetzt sogar mal, die 7%. Und können wir es direkt angreifen? Ja, natürlich. Und dann nutze ich jetzt mal den Nachtangriff. Und das machen wir automatisch. So, da haben wir unser Winterlager. China wird in unserem Sieg Hoffnung sehen. So, Level 4, 35 Jahre alt, brüderlich, eigensinnig, gutherzig, vernarbt. Ja komm, die nehmen wir mal mit. Zum Dienst. So, besetzen. Ruft und ich werde und schon können wir unsere Vorräte wieder auffüllen. Und von hier ist es auch nur noch ein Katzensprung, dann bis nach Pingding und Heijin, das sind die letzten beiden Siedlungen im Norden. So, jetzt sieht die Karte doch gleich wieder schön aus, ne? Ihr habt Zhang Fei gerufen? Der hat auch noch keinen Anhänger. Wie kommt das denn? Der bekommt erstmal einen militärischen Experten. Und erhöhte Laufgeschwindigkeit in Schlachten. Willkommen. Der befehligt viel Kavallerie. Dann machen wir also nichts verkehrt. Und dann Angriffsresistenz. Erhöhte Chance auf Hinterhalt. So. Sehr glückliche Entwicklung, muss ich schon sagen. Das wird sich zeigen, ob wir dort die Position noch halten können. So, hier können wir nächste Runde dann auf alle Fälle das Sekretariat der Komtur errichten, weil die regionale Stadt dann in Lunu fertiggestellt wird. Ablehnen möchte ich nicht. Huh?
Gong, du plündern mich aus. So, die Rebellen. Also wenn wir erstmal wieder im Krieg sind mit den Rebellen der Game Tobern, dann haben wir ein Problem, weil die haben so viele Armeen. Ich habe es in den letzten Folgen immer wieder betont, wie viel die zusammengescharrt haben an Truppen. Also die bereiten da irgendwas vor. Und hier, das gefällt mir jetzt auch nicht so gut, dass die anscheinend hier Liu Cheng erobern wollen. Nur mal, dass der rechtzeitig seine Truppen wieder aufstellt. Gehorcht eurem Herz. Na, ich erobere jetzt erstmal den Zhu. Und zermalmt sie. Die Siedlung, die mir ja auch entrissen wurde. Hinterrücks. Feiern wir unseren verdienten Sieg für China. So, dann waren wir hier noch das Lager verloren, Arbeiter. Dann haben wir Gebäude errichtet. Magistrat. Wir bauen jetzt in Xiapi. Was haben wir hier? Plus 20 öffentliche Ordnung. Okay, dann kann ich hier auch das Sekretariat errichten. Schön. Sehr gute Nachrichten. So, verdienstvolles Volk. Da sollte man trotzdem alle paar Runden mal nachschauen. Ist aber nichts Interessantes dabei. So, Aufträge wurden abgerufen. Das heißt, nächste Runde können wir dort wieder neue Aufträge verteilen. Ich habe es übersehen. Wurde die letzte Runde schon fertiggestellt? Ne, diese Runde. Jetzt muss ich nochmal kurz in die Aufzeichnungen schauen. Lunu. Ja, Lunu, das ist diese Runde. So, hier bauen wir jetzt auf alle Fälle erstmal das Sekretariat. Da kommt Dorei plus 12 politischer Einfluss. So. Da muss ich im Hintergrund mal kurz was ausstellen. So. Da kamen noch Nachrichten rein. Eine relativ erschütternde Nachricht oder Frage, die mir da gestellt wurde, aber da gehe ich später drauf ein. So, was wollen wir denn jetzt machen? Was wollen wir denn jetzt machen? Der Mandatskrieg entwickelt sich in die richtige Richtung. Mandat des Himmels. Und hier sieht man auch schon Fraktionen der Game Turbane. Sang Yu haben wir besiegt und Sang Liang ebenso. Es fehlt also nur Sang Bao. Gucken, ob die uns hier vielleicht die Stadt wegschnappen. Wobei richtig wegschnappen tun sie uns das ja nicht. Das ist ja eine einzelne Region oder eine einzelne Stadt. Da müssten wir auch noch die Stadt Yangli erobern. Sag mal, mit wem sind die gelben Turban eigentlich noch im Krieg? Mateng, Luo Jun, Liu Yu. Also mit dem Liu Yu, dem geht es ja auch nicht so gut aktuell, ne? Oder? Nee, nicht wirklich. Der wird ja immer wieder ausgeplündert. Dem könnte es besser gehen, sagen wir es mal so. Tja, welche Fraktion werde ich als nächstes konföderieren? Wir haben mittlerweile schon wieder weit mehr als 400 Einfluss. Das können wir uns, wie gesagt, überlegen. Han-Kaiserreich, Sun-Jian oder Cao-Cao? Andere Fraktionen ergeben relativ wenig Sinn. Das Einzige, was mich da ein bisschen skeptisch zurücklässt, ist eben die Sache, dass wir unser Reich teilen. Ne? Egal, ob wir Cao Cao, die Han oder Sun Jian konföderieren. Das Kaiserreich wäre dann geteilt. Und wir würden neue Grenzen teilen. Gerade hier im Süden, auch mit diesen ganzen Dschungelstämmen. Ja. Eigentlich will ich das ungern. Kann ich, mit Gongdu kann ich auch keinen Frieden machen. Ne, wir warten erstmal. Wir können uns ja den Einfluss erstmal noch ansparen. Es gibt keinen Grund, dort, jetzt hier übereilig eine Fraktion zu konföderieren. Das habe ich nun wirklich nicht nötig.
Weiter geht's. So, und die Hongshu hat sich dort jetzt entschlossen, den Weg an der Küste zu nehmen. Das verschafft mir natürlich jetzt Zeit. So, die wollen Zugang, kriegen sie nicht. Klang ruhig kriegen. Fraktion habe. Ich weiß nicht mal, wo die Fraktion liegt. Dann werde ich denen wohl kaum Zugang geben. Zugang du. So ein ausgeklügelter Plan. Minus 25 öffentliche Ordnung. Yuan Shu hat Zhang Yang den Krieg erklärt. Ja gut, das ist nicht so schlimm, wenn die öffentliche Ordnung hier nach unten geht. In Festungen hat man in der Regel sowieso genug Kontrolle. So, das Sekretariat der Komturei wurde errichtet. So. Dann bauen wir jetzt hier einen Tempel. So, in Jingquang errichte ich das Sekretariat der Komturei. Im Anschluss wird dann hier auch noch ein Tempel gebaut, weil diese Sekretariate... Was ist denn die Pluralform von Sekretariat? Sakratin? Keine Ahnung. Sekretariate... Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Jedenfalls bauen wir im Anschluss hier den Tempel. Hier wurde noch eine Lage errichtet. So, und in Guaoliu werde ich jetzt die Handwerkstätten bauen. So. Mittlerweile kriegen wir 50 Einfluss pro Runde. Und es gibt wieder eine Wahl im Fraktionsrat. So, dann werden wir mal unseren Handel verbessern hier. Plus 200% Einnahmen aus dem Handel. Wirkt sich leider nicht ganz so positiv aus wie die Landwirtschaftsverbesserung. Aber 2000 Goldstück immerhin haben wir nicht haben. So. Dann erforschen wir jetzt die sino-römische Botschaft. Und im Anschluss daran müssten wir eigentlich am nächsten Mal dann hier schon die Expedition entlang der Seidenstraße freischalten können. Sie sprechen von einem großen Reich in der Ferne, das dem unseren gleichkommen soll. Wenn sie sprechen, sollen wir zuhören. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben ja auch ein paar Häfen. Das ist ja auch eine Hafenreform gewesen. Es gibt das jetzt an einigen Stellen Möglichkeiten für ein Upgrade. So, hier werde ich jetzt den Gewürzhandelshafen bauen. Das ist der stärkste, der ist aber auch am teuersten. Haben wir sonst noch Häfen? Ich könnte natürlich jetzt auch einfach entlang der Flüsse schauen, aber ja. Ich springe einfach mal durch. Hier haben wir noch einen Handelsposten der Seidenexpedition. Die ganzen Handelshäuser werden dann jetzt auch verbessert. So, hier haben wir noch... Ja, da müssen wir den großen Fischereihafen bauen. Wir können, wir sind nicht gezwungen. So, und dann werden wir am Anfang der nächsten Folge noch Aufträge vergeben. Aber das verschiebe ich erstmal in die nächste Folge. Ich bedanke mich hier fürs Zuschauen und für euer Interesse. Ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.